Heute bin ich unterwegs am Reeser Meer, wie man hinter mir unschwer erkennen kann. Das Reeser Meer ist jetzt, ganz ehrlich, ist, glaube ich, ein Baggerteich. Aber wie auch immer, das Reeser Meer, das ist hier angrenzend an ein Naturschutzgebiet. Und da werde ich jetzt unterwegs sein, aber natürlich nicht alleine wandern, sondern mit Katrin Heckmann, wie ich unterwegs das Große in den kleinen Dingen fand. Katrin Heckmann ist eine der bekanntesten Outdoor-Bloggerinnen in Deutschland, bekannt als Fräulein Draußen. Und mit Katrin werde ich mich jetzt treffen und auf den Weg begeben und einfach mal fragen, wie geht's, Katrin Heckmann? Katrin! Hallo! Schön, dass du den Weg hierher gefunden Danke hast. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Den Weg gefunden aus dem fernen Holland. Ja. Bayern in Holland. Ja, aber das, so kann es gehen. Hast du in Holland dein großes Glück gefunden? Mal gucken, ich versuche es zumindest, aber bisher gefällt es mir ganz gut, ja. Aber du kommst aus Bayern? Ja, ursprünglich schon, genau, aus München und ja, habe da auch so die meiste Zeit gelebt, eigentlich. Okay, und ja, hast da Schule gemacht, du hast da deine Ausbildung gemacht, du hast da gearbeitet oder studiert? Genau, oder? Ja, studiert habe ich in Wien 4 Jahre lang und dann bin ich aber wieder zurück nach München und genau, habe dann da angefangen zu arbeiten, so im Bereich Marketing, PR, Social Media. Aber dann hast du irgendwann gemerkt, jo, also glücklich wirst du damit nicht. Hast gekündigt und bist losgezogen. Ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ich habe ja, also ich habe meinen Blog 2013 gegründet. Selbstständig gemacht habe ich mich dann 2016, also 3 Jahre später. Das heißt, da lag so ein bisschen Zeit dazwischen, wo ich sowohl das Bloggen als auch das Wandern und Reisen für mich entdeckt habe, weil ich den Blog eigentlich damals gegründet habe, als ich zu meiner ersten Solo-Reise aufgebrochen bin. Da bin ich 2 Wochen mit dem Mietwagen durch Schottland gefahren. Und das war auch die Reise, wo ich zum ersten Mal alleine wildzelten wollte. Und ja, es waren so ganz viele neue Dinge, die ich davor hatte. Und ich dachte mir halt irgendwie so, ja, vielleicht interessiert es ja andere Leute irgendwie da draußen. Und ich bin so während meiner Reiserecherche so ein bisschen auf andere Blogs gestoßen und dachte mir, ah, okay, das ist ja irgendwie cool. Dann kann man einfach so seine Fotos hochladen und Artikel schreiben und so weiter. Und habe dann in so einer Nacht- und Nebel-Aktion irgendwie den Blog gegründet. Und der Name war irgendwie so eine 5-Sekunden-Eingebung und okay, so. Okay, auf den Namen wäre ich noch zu sprechen gekommen. Ja. Da steckt nicht so wirklich viel dahinter. Sorry. Ich weiß nicht, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich den Blog irgendwie so 8-9 Jahre später immer noch habe und damit mein Geld verdiene und das auf meinem Buch steht und so, vielleicht hätte ich noch mal drüber nachgedacht, wobei ich ihn eigentlich immer noch cool finde. Also ich bin einerseits schon vor was weggelaufen, also halt so dieses klassische Arbeitsleben und okay, ist das alles, was ich irgendwie zu erwarten habe in meinem Leben. Ich bin aber auch zu was hingelaufen, was eigentlich eher so positiv ist. Das heißt, ich wollte einfach raus und da habe einfach die Chance gesehen mit meinem Blog, dass ich eben ja, mehr Zeit draußen verbringen kann und die wollte ich einfach ergreifen. Also es war jetzt ja so beides so ein bisschen. Okay. Und jetzt geht es ja darum, die kleinen Dinge zu sehen, zu finden. Je mehr Zeit man auch draußen verbringt, desto mehr lernt man auch irgendwie so auf die Details zu achten und desto wichtiger werden vielleicht, ja, vielleicht jetzt nicht der, weiß ich nicht, der Grand Canyon, sondern irgendwie der Vogel, der an der Felswand brütet oder so. Mhm. Und das war irgendwie bei mir auch so ein Prozess, der mir in der Hinsicht dann auch irgendwie so ein bisschen gezeigt hat, dass ich eben vielleicht auch nicht immer so wahnsinnig weit weg reisen muss, um solche Dinge zu entdecken, sondern dass das irgendwie auch zu Hause manchmal ganz gut geht. Ich war vor 2 Jahren oder so zum ersten Mal eigentlich so für eine längere Wanderung in Deutschland unterwegs. Das waren jetzt auch nur 6 Tage oder so in Brandenburg. Aber das war irgendwie so eine neue Erfahrung für mich. Einerseits mit diesem Blick irgendwie, den ich eigentlich eher so in fremden Ländern irgendwie habe, wo alles irgendwie neu ist, wo man irgendwie jedes Hinweisschild sich durchliest, alles sich irgendwie ganz genau anguckt, mit diesem Blick irgendwie plötzlich durch meine Heimat, also Brandenburg ist jetzt ja mein Heimatland sozusagen, zu wandern. Und das fand ich irgendwie total spannend. So unterwegs bist, also stell ich mir das vor beim Bloggen, dann also machst du eine Tour, dann bist du dann wirklich immer ständig online? Nee, gar nicht. Also schon mal. Also es kommt ein bisschen auch darauf an, ob es jetzt, also ich arbeite ja teilweise auch mit Tourismusämtern zusammen und die schicken mich dann sozusagen irgendwo hin zum Wandern für ein paar Tage oder so.
Und dann geht es natürlich noch ein bisschen mehr darum, irgendwie zu fotografieren, auch von unterwegs schon zu berichten und so weiter. Also dann, sage ich mal, ist es eher ein bisschen Arbeit. Aber ich versuche schon, jetzt gerade, ich mache viele, ich sag mal, eigene Touren immer noch, die natürlich dann auch irgendwie auf dem Blog stattfinden. Da versuche ich mir auch ganz viel bewusst Zeit zu nehmen, nicht die ganze Zeit irgendwie die Kamera oder das Handy in der Hand zu haben oder so, weil ja letztendlich das irgendwie der Grund ist, warum ich das alles mache, damit ich eben, ja, diese Momente auch genießen kann und nicht nur, das ist natürlich die Gefahr so groß, dass das Glück wieder auf der Strecke bleibt dabei. In dieser ganzen Instagram Szene, Community, wie man so sagt. Ne? Das ist ja schon ein Irrsinn, was da teilweise stattfindet. Ne? Oder? Weil ich weiß es nicht. Also wenn ich mir so vorstelle, wenn das denn alles so ist, dass da bestimmte Sehenswürdigkeiten sind, bestimmte Spots sind, wo alle hinpilgern, ja, weil sie genau diese Aufnahme machen wollen. Und die stehen da, wenn das so ist, ich weiß ja, die stehen da wirklich Schlange und warten, bis sie auch endlich dran sind, um genau dieses eine Bild zu kriegen, dann finde ich das ja schon bemerkenswert. Das ist ein schwieriges Feld, was, glaube ich, letztendlich irgendwie vor allem dadurch gelöst werden kann, dass halt irgendwie die Infrastruktur geschaffen wird vor Ort, wenn man merkt, okay, da wollen die Leute irgendwie vermehrt hin und natürlich auch die Menschen einfach aufklärt, weil ich glaube, viele wissen auch nicht, zum Beispiel so Drohne, warum darf ich hier die Drohne nicht steigen lassen, da ist doch nur Luft über mir, das schadet doch nichts, aber dass da halt irgendwelche Steinadler brüten oder keine Ahnung was, das sieht man ja nicht und dann weiß man auch oft nicht, wie sehr man die damit stören kann und da ist halt einfach Aufklärung wichtig. Also ich glaube immer noch, dass viele Leute Dinge nicht mit Absicht machen, sondern wir haben halt so ein bisschen auch den Bezug dazu verloren irgendwie und wissen nicht, wie Tiere auf uns reagieren oder wie... Ja, ganz bestimmt. Was man irgendwie mit seinem, ja, was irgendwie Fußtritte oder keine Ahnung für Folgen haben können. Es muss jetzt nicht jeder vegan werden, also für mich ist das irgendwie der einzige Weg, weil ich halt, also auch einfach aus Tierschutzgründen, aber letztendlich ist es einfach gut, wenn man sich ein bisschen überlegt, wo kommt das Essen her und wie oft muss ich das und das essen. Und oft sind es ja nur so Kleinigkeiten, die man irgendwie austauschen könnte, die dann schon, die man überhaupt nicht bemerkt, zum Beispiel. Sei es jetzt irgendwie eine normale Butter gegen eine pflanzliche Butter oder so. Ich meine, Darwin ist jetzt ein bisschen kritisch, weil man das, glaube ich, fast nicht irgendwie aus guter Tierhaltung bekommen kann und so weiter. Wenn man jetzt so einen Schlafsack kauft und man hat den irgendwie, man pflegt den gut und man hat den, also keine Ahnung, ich habe einen Down-Schlafsack, den ich mal bekommen habe, den habe ich jetzt seit 7 Jahren oder so. Aber das ist ja auch der Punkt, ne? Wenn man mit Nachhaltigkeit, was weiß ich, ne? Dieses Dinge reparieren zu lassen, wenn mal irgendwas kaputt ist. Ne? Das wird ja meistens ganz schnell weggeschmissen und neu gekauft. Ja. Ich meine, die Wirtschaft funktioniert ja nun mal auch so, ne? Einfach auf Konsum aufgebaut. Klar. Ist so, ich meine, aber es ist ja schon sehr unsinnig, ne? Weil viele Dinge, die im Prinzip noch völlig in Ordnung sind, kann man ja auch reparieren lassen. Ja, oder gerade so bei Wanderschuhen zum Beispiel, dass man die neu besohlen lassen kann. Also, jetzt nicht alle, aber manche, das wissen viele, glaube ich, auch gar nicht. Ja. Ich liebe es ja auch immer wieder, wirklich komplett allein unterwegs zu sein. Ist für mich eine Kraftquelle, hat was für mich mit Konzentrieren zu tun, auf mich, auf mein Drumherum. Wie ist es bei dir? Ja, also ich bin viel allein unterwegs, auch bewusst, eben auch aus den Gründen letztendlich, weil man alles irgendwie viel bewusster wahrnimmt und gerade wenn es um so längere Wanderungen oder auch Radtouren geht, dann ist es halt auch schon praktisch, wenn man das einfach komplett in seinem Tempo machen kann, Pausen machen kann, wann man will und wie man will, mal einen Pausentag einlegen kann oder wie auch immer. Also weil ja auch jeder da irgendwie anders unterwegs ist und ich mag das auf jeden Fall total gern. Ich mag es aber trotz allem auch gerne, irgendwie mal mit anderen unterwegs zu sein und irgendwie solche Momente teilen zu können und sei es gute Momente oder natürlich vor allem auch die, wenn es vielleicht mal nicht so schön ist, weil es den ganzen Tag durchregnet oder man den Weg verloren hat oder so. Endlich finde ich beides cool. Aber so vielfältig kann ja das Wandern sein, Gott sei Dank. Ne? Und es muss ja nicht immer nur so sein, es kann ganz anders sein. Hast du schon mal auf deinen Wanderungen Wandersteine gefunden oder so? Nicht solche. Nicht solche, besonders schön. Ne? Ja, von unserer Online-Redakteurin, der Svenja, handgemalt. Wow. Und dann, mit Leuchtturm. Nicht schlecht. Das sind bestimmt Möwen hier, weil man ja fast
ja, ziemlich weit im Norden sind. Das Meer ist zwar noch etwas entfernt, aber wir sind hier am Resermeer. Was hat es mit Wandersteinen auf sich? Die werden ausgelegt, die Leute sollen die finden und sagen, oh, ein Wanderstein, mitnehmen, ein Foto davon machen, posten bei uns auf der Facebook-Seite und dann auf ihrer Wanderung. Oder auf Instagram. Oder auf Instagram, vielen Dank. Ja, gut, dass du dabei bist. Instagram gibt es ja auch noch. Also, gibt noch mehr. Aber ist alle, ja, jetzt verwirr mich. Ich weiß nicht, ob ihr da seid. TikTok oder so? Nee. Nee, glaube ich nicht. YouTube. Ja, YouTube. Sowas. Machen wir. YouTube sind wir bei. Ja, voll. Ja, klar. Absolut. Ne? Ja, ja. Hier, was mal hier ist. Aber da kann man jetzt nichts YouTube posten. Also, der für den Stein wäre es, glaube ich, Facebook und Instagram. Ja, ja. Also Facebook oder Instagram. Ne? Genau. Also, den legen wir jetzt hier aus. Wer ihn findet, soll mitnehmen, auf seiner Wanderung auslegen und dann auch wieder einen Post machen und wie auch immer. Und ja, und so soll der dann durch Deutschland, durch Europa, durch die Welt, durchs Universum seinen Weg finden. Und ja, ich lege den jetzt mal hier ab. Yay. Also, wer diesen Wanderstein am Reeser Meer findet, mitnehmen, neu auslegen, posten. Danke. Danke. Wir gehen weiter. Ne? Genau. Tschüss, Wanderstein. Wir lassen ihn hier liegen. Komm, wir gehen. Guck nicht mehr zurück. Nicht mehr zurückgucken. Das macht es nicht leichter. So, da sind wir. Sind wir wieder am Reeser Meer. Mensch. Ja, Katrin, herzlichen Dank. Danke dir. Dass du aus dem nahen Holland, ja. Das ist für mich ungewohnt zu sagen, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, aus dem fernen Holland, aus dem nahen Holland, gekommen bist ans Reeser Meer, um mit mir unterwegs zu sein. Danke dir. Dein Buch, das ist meins, ne? Aber unsere Leser sollen ja auch was davon haben, sollen dir folgen auf der Suche des Finden des Glücks entlang der Wege. Ja, du hast mir zugesichert gesagt, du stellst uns 3 Bücher zur Verfügung, die wir verlosen. Genau. Und ich zeige es jetzt hier nochmal. Ne? Also die sind natürlich dann auch signiert. Natürlich. Ne? Ja, Schönschrift. In Schönschrift. Ich darf dir nochmal herzlichen Dank sagen. Und dann werden wir von dir ganz sicherlich wieder hören. Wir können dann auf dem Blog Fräulein Draußen folgen. Und ja, wir bleiben da einfach in Kontakt und dann schauen wir mal. Vielleicht laufen wir uns wieder über den Weg. Das würde mich freuen. Also, danke dir. Ja, ich danke dir. Gemacht. Alles Gute. Ne? Ciao. 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 So, macht's gut, ne? Ich lächel doch. Guck ich wieder so ernst? Ja.